zusammen und herzlich willkommen zurück zu Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Endlich habe ich es geschafft, wieder mal ein Let's Play aufzunehmen. Das aus der neuen Wohnung. 2 Monate lang ist es her, dass ich jetzt tatsächlich das letzte Let's Play aufnehmen konnte. Ich musste lange Pause machen, einfach weil ich kein Internet hatte. Ja, und danach bin ich leider ziemlich krank geworden. Ich habe eine Woche lang richtig flach gelegen mit Fieber und Bronchitis und Facebook. Hallo! Hey, herzlich willkommen zurück. Ich muss aber zugeben, ich habe dieses Bling einfach nur vermisst. Ja, ich bin immer noch ein bisschen eingeschlagen. Meine Nase ist immer noch ziemlich zu und es könnte sein, dass ich hin und wieder in das Mikrofon huste. Ich möchte mich im Vornherein sehr dafür entschuldigen. Es tut mir wahnsinnig leid, aber ich konnte einfach nicht mehr warten. Ich muss jetzt einfach ein Let's Play aufnehmen. Einfach, weil ich so lange darauf verzichten musste und ich freue mich wahnsinnig drauf. Ich habe mir gerade extra nochmal angeschaut, wo ich aufgehört hatte, beziehungsweise wo es jetzt weitergeht. Und, ja, hallo Facebook, immer noch. Und, ja, es hieß 3. Stock. Bin ich im 3. Stock? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, ich habe irgendwo eine Karte. Hier, Karte des Rumtreibes. Ich bin im 2. Stock. Heißt, es geht gleich im 3. Stock weiter. Ich muss 1 höher. Bei dem Passwort waren wir demnach wahrscheinlich schon. So. Oh ja, ist ja gut, ey. Ah! Gerade eben wollte mir keiner schreiben. Da habe ich extra jedem gesagt, ich nehme jetzt auf und jetzt schreibt mir jeder. Das ist doch zum Verrücktwerden, ey. Ach so, hier war aber nur... Oh. Hallo, Nora! Aha. Entschuldigt bitte, ich muss mein Handy gleich ausmachen. Das nervt gerade ein klein wenig. So. Ja, die letzten Parts, die ich hochgeladen habe, waren diese, welche ich noch vorproduziert hatte. Und ich muss zugeben, dass die jetzt, wo ich sie hochgeladen habe, ich wollte das ja eigentlich so machen, dass die sich automatisch freischalten. Also, dass ich alle hochlade und die sich dann so Tag für Tag freischalten, bis ich halt keine mehr habe. Das sollte eigentlich so laufen, dass ich das, dass ich die alle vor Weihnachten noch hochgeladen bekomme. Was im Endeffekt jetzt leider nicht so lief. 2 oder 3 Parts habe ich leider nicht mehr so einstellen können, dass die sich automatisch hochladen. Weshalb ich sie jetzt die letzten Tage dann manuell geuploadet habe. Und... Ja, deshalb war das Thema ein bisschen fehl am Platz. Ich habe sie, wie gesagt, kurz vor Weihnachten alle aufgenommen und habe demnach auch weihnachtliche Themen angesprochen. Was, ja, jetzt wahrscheinlich zu ein bisschen Verwirrung führt. Aber das macht nichts. Bla, bla, bla. Ja, das Porträt ist manchmal so ein bisschen träge. Ja, wie gesagt, ich habe in den letzten Videos demnach jetzt über Weihnachten gesprochen. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten. Es ist mittlerweile Mitte Februar. Bla, bla, bla. Ach, hier war ich schon drin, okay. Ja, Mitte Februar. Es ist bald schon wieder Ostern und ich habe über Weihnachten gelabert. Naja, was soll's. Ich hoffe trotzdem, ihr hattet schöne Feiertage. Ich kam noch gar nicht dazu, euch ein frohes neues Jahr zu wünschen. Aber lassen wir das jetzt einfach. Dafür ist es mittlerweile wirklich zu spät. Hallo, Nora! Okay. Hier waren wir, glaube ich, auch schon. Bauchnabel. Genau, der Bauchnabel. What? Och nö. Ja, okay, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hier schon war. Aber die Maus spielt gerade ein wenig verrückt. Normalerweise war die immer viel schneller. Warum ist sie jetzt nicht mehr schnell? Stirb! Böser Kobold. Imp. Was auch immer ihr seid. Ich hab's vergessen. So, Double Kill. Yay! Und, komm schon, werf mit deinen komischen Bonbons. Gib mir die. Und machen dann... Na, scheiße. Ich dachte, das wird nur nochmal so ein Double Kill werden. So, dieses Mal habe ich dafür einen Schokofrosch bekommen. Ich bin begeistert. Hallo, Nora! Hä? Habe ich das beim letzten Mal auch schon gehabt? Irgendwie kann ich mit Leertaste springen und ich kann mit der rechten Maustaste springen. Das ist voll lustig gerade. Ja, okay, hier war ich schon, ich weiß. Jetzt habe ich 2 Schokofrosche eingesammelt, auch nicht schlecht. Depulso! Und... Depulso! Noch ein paar Böhnchen. Passt. Böhnchen, Böhnchen, Böhnchen. Ich weiß, dass ich hier, als ich das letzte Mal hier war, über den Hobbit-Film gesprochen habe. Haha. Ja. Also, meine Weihnachten waren nicht so besonders dolle. Einfach, weil ich die meiste Zeit damit beschäftigt war, einen Umzug zu managen und weil ich an Weihnachten leider arbeiten musste. Aber, ja, kann man nicht ändern. Ist halt so.
Und... Uah, nein! Hilfe! Oh, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte doch hier rein. Ja, ich habe es aber dann doch ganz gut überstanden noch. Bin froh, dass ich es jetzt hinter mir habe. Weihnachten ist irgendwie dieses Jahr total viel Popo gewesen. Trense. Trense, ah ja. Hä? Hier war ich doch auch schon. Oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich meine, ich war, oder? Ach, ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Also wenn ich hier schon war, tut's mir leid. Dann mache ich das Ganze hier einfach komplett umsonst. Und so wie es aussieht, war ich hier tatsächlich... Ups. Hallo, Mora! Naja, ist egal. Dann mache ich das Ganze umsonst. Das kann ich jetzt nicht ändern. Elasto! So. Was ich jetzt eigentlich fragen wollte... Hallo, Mora! Wie ist es euch so ergangen in den zwei Wochen? Zwei Wochen. Zwei Wochen. Oh, es wäre so schön, wenn das nur zwei Wochen gewesen wären. In den zwei Monaten. Ich habe mich lange nicht melden können. Ich habe, wie gesagt, die paar Videos, die ich so hochgeladen habe, beziehungsweise die ich auf die Liste zum automatisch Hochladen setzen konnte, die wurden dann auch hochgeladen. Der Rest leider nicht. Den musste ich dann quasi jetzt später manuell hochladen. Was ich sehr schade fand, weil ich hätte euch gerne die Videos alle gegönnt. Würdest du jetzt bitte... Dankeschön. Oh, so viele Käsekuchen. So viele Käsekuchen und so viele Bohnen und da ist noch eine. Gib mir die. So. Ich habe allerdings... Ich habe überlegt, ob ich nicht noch ein paar Tage warte und mich auskuriere und so weiter und so fort. Aber ich konnte einfach nicht mehr warten. Ich habe auch irgendwie festgestellt, dass man wahnsinnig abhängig vom... Verdammt, noch eins. So, jetzt noch mal hier hin, damit ich den da oben auch noch treffe. Dankeschön. Boah, ist das cool. Das regnet Bohnen. Oh, das ist so genial, es regnet Kuchen und Bohnen und Süßigkeiten aller Art. Okay, hier war ich offensichtlich doch noch nicht drin. Ich musste einfach, ich habe es wahnsinnig vermisst, mit euch als meiner Community irgendwie in Kontakt zu sein. Ich habe mit keinem wirklich Kontakt halten können, außer mit meinen engsten Freunden und meiner Familie, zwecks Umzug und so. Hallo, Mora! Und das hat echt... Hilfe! Es ist laut, es ist immer noch laut. Die Scheißbücher sind wahnsinnig laut. Ich muss die alle kaputt machen. Das sind ganz schön viele. Okay, ich bin gerade etwas still, verzeiht. So. Holy shit, ist das geil. Oh mein Gott. Also wie gesagt, ich konnte nur mit den wichtigsten Leuten, sage ich mal, Kontakt halten, die für mich in der Zeit am wichtigsten waren. Und das hat mir wahnsinnig leid getan, auch weil ich einfach wahnsinnig gerne mit euch weiter Kontakt gehalten hätte. Es ist irgendwie so, es ist so still gewesen einfach immer. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Aber ich habe es wirklich wahnsinnig vermisst. Und ich bin froh, dass ich jetzt wieder hier auch... ich habe so den ein oder anderen Kommentar auch in der Zeit bekommen. Den konnte ich jetzt natürlich erst einen Monat oder zwei später beantworten, weil ich einfach nicht gemerkt habe, dass ich diese Kommentare habe. Über das Handy kann man halt leider nicht alles machen. Ja, hi. Sprachgewirr. Ja, ich mich auch. So, letztes Porträt, soweit ich mich erinnere. Und... Okay. Ich glaube, das ist das erste Porträt, wo Ron und Hermine mitkommen. Stirb. So. Ah, der letzte war ein Double Kill. Was wollte ich jetzt sagen? Ach ja. Was ich gerade eben schon mal angesprochen hatte, ich finde es wirklich mehr als nur erschreckend, wie mega abhängig wir einfach vom Internet geworden sind. Das merkt man erst,
wenn man tatsächlich einmal eine Zeit lang kein Internet hatte. Und ich persönlich habe gemerkt, dass, und ihr könnt mich jetzt alle schief angucken dafür, ich weiß, es hört sich komisch an, dass man auch ohne Internet klarkommt. Also natürlich, wie gesagt, es war schwierig, mit vielen Kontakt zu halten, beziehungsweise Sachen zu regeln. Ich habe zum Beispiel nur über E-Mail hätte ich Kontakt zum Vermieter herstellen können, weil ich noch keine Telefonnummer und nur seine Adresse hatte und so weiter und so fort. Und das ist ein Dreifachschloss immer noch. Und deshalb war es mir etwas schwierig, mit ihm schon allein Kontakt zu bekommen, obwohl man ja heutzutage eigentlich auch Telefon hat. Normalerweise. Ja, keine Ahnung. War halt alles etwas schwierig. Und ich finde vor allem, sich irgendwie zu beschäftigen, ist wahnsinnig schwierig, weil wir haben uns, also ich und mein Mitbewohner, der Esel nennt sich immer zuerst, mein Mitbewohner und ich, haben quasi so gemeinsam festgelegt, dass, könnt ihr mal aufhören, meine Bohnen einzusammeln? Das sind meine, hallo? Nein, hallo? Meine Bohnen, meine Bohnen. Mensch, ihr Diebe. Ihr dreckigen Diebe. Entschuldigung. Komm schon. Gib mir das alles. Yay. Und noch eine Karte. Okay, jetzt müsste ich doch eigentlich schon jede Menge Karten zusammen haben hier. Irgendwas wollte ich jetzt noch. Nein, hat sich erledigt. So. Man kommt tatsächlich, ob man es glaubt oder nicht, ohne Internet zurecht. Schwierig war es halt nur, sich zu beschäftigen. Wir hatten das Einzige, was wir uns angucken konnten, weil wir uns gesagt haben, wir schauen kein Fernsehen, weil das einfach nur Volksverblödung hoch 10 ist. Entschuldigt den Ausdruck, aber es ist nun mal einfach so. Deshalb haben wir den Fernseher beim Umzug schon gar nicht erst mit in die Wohnung genommen, sondern haben ihn von vornherein unten in den Keller verbannt. Und hatten demnach nichts, womit wir uns so die Zeit vertreiben konnten. Ich habe angefangen, wieder mehr zu lesen. Und vor allem habe ich angefangen... Hey, ihr drei! Sucht ihr nach Sammelkarten? Ja. Und vor allem habe ich wieder angefangen, mehr... okay, geht in Ordnung. ...an meinen Storys zu arbeiten, mehr zu zeichnen und einfach mehr Zeit mit Dingen zu verbringen, die ich normalerweise außerhalb des PCs verbringe. Hey, Potter, bist du interessiert an Sammelkarten? Und vor allem habe ich viel geschlafen, komischerweise. Irgendwie setzt man mit der Zeit andere Prioritäten. Ich kaufe es. Immer wieder gerne, Harry. Ich habe es allerdings, also ich habe jetzt soweit, wir sind jetzt in der neuen Wohnung angekommen. Und hey, Potter, bist du interessiert an Sammelkarten? Ich kaufe jetzt einfach so ein paar Sammelkarten von dem, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich die alle wirklich überall finde. Immer wieder gerne, Harry. Ich müsste, glaube ich, noch einmal... wie viele Karten habe ich denn jetzt mittlerweile? Also hier habe ich alle, da habe ich alle, da habe ich alle. Da fehlen mir noch... 7? 8. 8 fehlen mir noch, da 3. Hier 4. Hä? Ist doch gar nicht wahr. Hier auch 4. 4, 8, 16. Boah. Okay, 16 Karten fehlen mir noch. Ach so, ich glaube, die Quidditch-Karten kriege ich zusammen, wenn ich die Flüge auf Seidenschnabel mache. Scheiße, die muss ich ja auch noch machen. Kleinen Moment. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die jetzt alle schaffe. Sonst mache ich das einfach im nächsten Part. Ja, ich mache das im nächsten Part. Dann gehe ich einfach direkt runter zu Seidenschnabel und fange an, die Flüge zu machen. Kaufe ich hier jetzt einfach noch ein paar von diesen Karten. Also wie gesagt, wir sind mittlerweile Möchtest in der Wohnung angekommen. Möchtest du eine Sammelkarte kaufen, Harry? Stehen leider noch sehr, sehr viele Kartons Hört hier rum. Hört sich gut an. Ich kaufe es. Das ist leider Viel ein bisschen blöd. Spaß mit der Karte, Junge. Danke, Junge. Alter. Was, Stress oder was? Sammelst du Karten? Ich habe hier gerade eine seltene. Eine seltene? Lass mal rüberwachsen. Okay, geht in Ordnung. Tschüss, Harry. Bis später. Ich darf nicht vergessen, dass ich mir die alle noch angucken muss. Ich weiß gar nicht, bei welchen wir aufgehört hatten, ganz ehrlich. Ich weiß, dass hier jetzt ein paar dazu kamen. Ingbert der immer breite. Immer bereite. Edgar Struger. Edgar Struger. 1703 bis 1798. Erfinder des Spikoskops. Coole Sache. Ich stehe auf Erfinder. Habe ich das schon mal erwähnt? Erfinder sind cool. Die erfinden Sachen.
Professor Armando Dippet, das war der Schulleiter vor Professor Dumbledore, Armando richtig? Dippet, 1940. Ja. Ehemaliger Schulleiter von Hogwarts. Globins stammt. Ich bin mir jetzt Glamour Peaks kennen wir, glaube ich, noch nicht. 1677 bis 1761 besiegte die Seeschlange von Cromer. Ja, ich glaube, die kannten wir noch nicht. Die kennen wir aber, das weiß ich. Den komischen Griechen da, Falco. Erste Aufzeichnung Animagus Falke und so. Sehr einfallsreich. Ah, hier habe ich jetzt auch wieder eine dazu bekommen. Die kannten wir aber alle drei schon. Elfrieda Clegg. Ich glaube, die kennen wir nicht. 1612 bis 1687. Oder? Doch. Ältestes Mitglied des Zaubererrats. Zaharissa Tuckwood. 1874 bis 1966. Pionierin der Schönheitstränke. Entdeckte, dass Bubo-Tuba-Eiter gegen Pocken wirkt. Ich bin mir mittlerweile wirklich nicht mehr sicher, welche wir jetzt schon hatten und welche noch nicht, aber das ist am Ende von den Spielen ja leider immer so. Und deshalb müsst ihr es mir verzeihen, wenn ihr hier die Karten drei- oder viermal zu sehen bekommt. Ich glaube, Tierwesen hatten wir noch nicht alle. Das ist auf jeden Fall ein Boatruckle. Ein Baumwächter, der den meisten Zaubern ausweichen kann. Versucht einem die Augen auszukratzen, wenn man seinen Baum bedroht. Cool. Williwick hat einen langen, dünnen Stachel, der Schwindel und Levitation verursacht. Getrockneter Billywick-Stachel wird für einige Zaubertränke benötigt. Super. Doxy wird manchmal mit Feen verwechselt, haust in Büschen und beißt, wenn man näher kommt, mit seiner Doppelreihe scharfer und giftiger Zähne. Also, die würde ich jetzt nicht unbedingt mit Feen verwechseln. Okay. Einhorn. Ein scheues Tierwesen, das den Kontakt zu Menschen meidet und eher eine Hexe als einen Zauberer näher treten lässt. Auf Zauber reagiert es äußerst schreckhaft. Sein Blut besitzt starke magische Eigenschaften. Nicht nur das. Das Horn und die Schwanzfedern werden doch, glaube ich, auch in Zauberstäben benutzt, oder? Violette Riesenkröte. Oh, ein Kelpie. Kelpie lauert in Flüssen und Gewässern und bietet sich als Reittier für die Überquerung an. Wird dieses Angebot angenommen, versucht der Kelpie, den Reiter unter Wasser zu ziehen und dort zu fressen. Nom nom. Doppelschwänziger Wassermolch. Kann in der magischen Menagerie in der Winkelgasse erworben werden. Schwimmt viel und liebt Algen. Freut mich. Ich bin mir sehr... Oh, der Phönix. Der sanfte Phönix erreicht ein immenses Alter, da er sich immer wieder neu erschaffen kann. Sein Gesang ist magisch und seinen Tränen wohnt eine mächtige Heilwirkung inne. Ja. Also wie gesagt, ich weiß, dass wir hier einige Karten jetzt noch nicht gesehen haben, aber ich bin mir auch sicher, dass ich die jetzt nicht alle finden werde. Und deshalb müsst ihr mir verzeihen, wenn ich jetzt, wenn wir jetzt einige Karten nicht gesehen haben. Und ich muss jetzt auch bald schon wieder Schluss machen. Ich würde sagen, ich kaufe mir noch ein oder zwei Karten. Mach mich dann auf den Weg zu Hagrids Hütte rüber. Und werde dann... Kein Problem. Hier, bitte, Harry. Glaube ich, so nach und nach. Also den Part hier beenden und den nächsten beginnen. Möchtest du eine Sammelkarte kaufen, Harry? Hört sich gut an. Ich kaufe es. Tschüss, Harry. Bis später. Okay, kommen zwei noch. Auf der Suche nach einer Sammelkarte, Harry? Dann habe ich 65 zusammen. Das ist eine Kein schöne Problem. Runde Zahl. Mit hier, der kann bitte, ich leben. Harry. Das ist dann schön. Los. Eine noch. Ich verkaufe ein paar Sammelkarten, wenn das was für euch ist. Toll, das nehme ich. Viel Spaß mit der Karte, Junge. Danke, Junge. Okay, dann würde ich sagen, mache ich mich jetzt mal auf den Weg hinunter. Und aus dem Schloss hinaus, um bei Hagrid drüben die Flugstunden mit Seidenschnabel, beziehungsweise das Fliegen mit Seidenschnabel zu machen. Ich hoffe, ich schaffe es auf Anhieb. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das sowas wird. Was ich gerade noch sagen wollte, ist, wir sind jetzt hier angekommen, wir haben uns etwas eingerichtet. Das versprochene 100-Abonnenten-Special, was eine Roomtour werden sollte, wird es auf jeden Fall auch noch geben. Allerdings
dauert es wahrscheinlich noch eine Weile, weil ich euch unsere Wohnung ungern zeigen möchte, wenn die noch so vollgepackt mit Umzugskartons ist. Deshalb müsst ihr euch da wahrscheinlich noch ein bisschen gedulden und ich habe auch mein Equipment zum Aufnehmen ja hier jetzt mittlerweile aufgestellt, logischerweise, sonst könnte ich ja nicht aufnehmen. Aber es ist leider immer noch nicht so, wie ich mir das erhofft hatte. Also es ist immer noch relativ wenig Platz auf meinem Tisch. Obwohl ich gehofft habe, dass ich dadurch, dass ich hier in meiner Umgebung wenigstens mehr Platz habe, weil das Zimmer größer ist, dadurch wenigstens ein bisschen die Sachen besser anordnen könnte. Konnte ich aber nicht. Demnach, ja, Wayne. Also, ich werde diesen Part an der Stelle beenden. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid gut im neuen Jahr angekommen. Ich bin es auf jeden Fall mittlerweile. Ich bin zwar immer noch etwas angeschlagen, aber das wird die Tage auch noch besser. Ich habe ja schließlich den Rest der Woche frei. Und ja, dann würde ich sagen, werden die nächsten beiden oder eventuell sogar schon der nächste Part, eventuell der letzte, dieses Harry Potter Let's Plays und dann werde ich eventuell schon mit dem vierten beginnen. Wer weiß, wer weiß. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, lasst doch ein Däumchen nach oben da. Abonnieren auf jeden Fall nicht vergessen und schaut wie immer unten in die Videobeschreibung, denn da sind wichtige Links drin. Ach, ich hab's vermisst. Bis zum nächsten Mal. Ciao.